Es ist ein Parteitag, wie sich ihn vor einem Jahr wohl niemand in Deutschland vorstellen konnte. Keine hochkochende Stimmung, kein tosender Applaus und keine Buhrufe. Stattdessen hocken an die 1000 Delegierte daheim am Bildschirm, um den neuen CDU-Chef zu wählen. Mit einem digitalen Parteitag wollen die Christdemokraten ihre seit fast einem Jahr offene Führungsfrage klären. Aus einer Art Studio in Berlin präsentieren sich drei Kandidaten am Samstag in jeweils 15-minütigen Reden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der CDU-Wirtschaftspolitiker und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen. Anschließend wird online abgestimmt. Der Sieger hat gute Aussichten, Kanzlerkandidat und neuer deutscher Regierungschef zu werden. Denn in Europas größter Volkswirtschaft geht eine Ära zu Ende. Kanzlerin Angela Merkel, seit November 2005 im Amt, will bei der Bundestagswahl im September nicht mehr antreten. Ihre Unionsparteien, also die CDU und die nur in Bayern antretende CSU, sind nach Umfragen die mit Abstand stärkste Kraft im Lande. Ihren schrittweisen Abschied von der Politik hat die 66-jährige Merkel schon im Oktober 2018 angekündigt. Wenige Wochen später wurde die frühere saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin gewählt. Im vorigen Februar hat AKK aber das Handtuch geworfen, weil sie im Streit um die Regierungsbildung im Bundesland Thüringen ihre Autorität nicht durchsetzen konnte. Ein für Ende April geplanter Sonderparteitag platzte wegen der Corona-Pandemie, ebenso wie der reguläre Bundesparteitag im Dezember. Nun soll der digitale Parteitag die Hängepartie beenden. Das Stimmergebnis per Mausklick muss aus rechtlichen Gründen noch in einer Briefwahl bestätigt werden, die als reine Formsache gilt. Briefwahlzettel sollen am 22. Jänner ausgezählt werden, dann wird das Ergebnis verkündet.